Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Bomber Crew. Wir haben einen tapferen Crew-Member verloren. Und zwar Speed Dragons ist beim Notlandung gestorben. Es war noch nicht mal eine Notlandung, weil mit einem Rad landen war halt keine gute Idee. Da ist das hintere Heck dann weggebrochen und er ist da drin gestorben. Sehr traurig. Komm, wir gucken mal kurz, ob wir... Wir haben jetzt alle Motoren auf Stufe 2. Das ist natürlich, habe ich jetzt letztens gar nicht bedacht. Wir geben jetzt neues Flugzeug. Wir haben einen Motor auf Stufe 2, das ist immerhin. Ausrüstung, Heck, Platz 1, Heilung. Pass auf, da kommt hier auch Heilung hin. Bug Mitte, Feuerlöscher. Und vorne, pass auf, da kommt ein Fallschirm hin. Ja, eigens für Linus Zimmermann, falls wir abstürzen oder er reparieren muss, ist noch viel wichtiger. Das Geld sparen wir und gehen in die nächste Mission. Ich hoffe, es wird gut gehen. Wir müssen jetzt eigentlich die Hauptmission machen. Aber da wir jetzt unser Flugzeug eingebüßt haben, ist das ein Problem. Ja, tatsächlich. Feindschaden reduziert für die nächsten zwei Missionen. Ich meine, Feindpanzerung reduziert und Feindschaden. Pass auf, wir machen jetzt nochmal feindlichen Flugplatz bei Monserrato. Dann haben wir nochmal ein bisschen Kohle. Und dann haben wir weniger Panzerung und weniger Schaden bei dem Flugzeug. Ich meine, Flak ist nicht so wichtig. Das verlieren wir dann natürlich dadurch. Los geht's, Walter 2. Mach uns stolz. Ich vermisse Walter 1. Die erfolgreiche Mission. Wir werden dich nie vergessen. So, Linus Zimmermann. Aldemar, der Beste, hat nicht alle nach Hause bringen können. Das ist alles meine Schuld. Meine Flugkünste. So, machen wir Aufklärung. Warum auch immer nicht. Ja, jetzt haben wir halt wieder die Geschütze bei 1. Daran habe ich auch nicht gedacht. Voltrox, Exeguter, Skill Loop. Skill Loop, du bist jetzt der neue Sidegunner. Du wirst einen wichtigen Posten übernehmen. Du musst einen Namen aller Ehre machen. Also, streng dich an. Er war der beste Sidegunner, den wir hatten. Exekutors bester Freund. Die haben immer über die besten Witze gelacht. Ja? Und dann mussten wir Speed Dragons zurücklassen. Also, ist immer so, die jungen Burschen, ja? Du trittst hier in Fußstapfen von ehemaligen großen Piloten, Dingensbummens. Ihr wisst, was ich meine. Jetzt müssen wir mal hier Dingens... Guck mal, oh, wir haben hier Seitmaschinengewehre. Siehst du das? Cool. Komm, dann machen wir mal mit. Komm, Zimmermann. Kannst auch mal ein bisschen ballern. Cool, das ist natürlich cool. Jetzt haben wir auch Maschinengewehre. Jetzt, das mit den Flammen sieht scheiße aus irgendwie. Passt farblich nicht so. Vielleicht ändern wir das hier vorne nochmal um. Jo, den geben wir gut Zunder. Ist doch nur ein Doppeldecker, Leute. Müsst ihr euch mal erst mit den neuen Geschützen. So, wir markieren mal alle Flieger. Wir sind faul. Sehr schön. Gefahrenstelle auf der Karte gesetzt. Welche Flak ist denn das? Wir können drumherum fliegen, aber das ist unnötig. Ist nichts mehr. Alles abgeknallt. Okay, das ist Dingesbummens Flak. Okay, Linus. Du gehst jetzt nach oben. Wollen wir direkt die Bomben abwerfen und uns verpissen. Und dann nimmt das direkt ein Foto-Dingens, das ist sehr gut. Ich weiß das doch. Jetzt müssen wir mal gerade fokussen.
Ja, das passt farblich überhaupt nicht voll mit dem Feuer, finde ich. So, Slow-Mo, lad mal auf. Machen können auch erst die Bomben werfen und dann fotografieren. Schächte schließen, Zimmermann. Oh oh. Zurück. Steigen. Alles sieht gut aus. Wie sieht's aus, Gelug? Wie gefällt dir deine erste Mission? Los, die Militias. Sehr gut, sehr gut. Voltrox ist sowieso alle am Abknallen. Reparierung abgeschlossen. Sehr gut, Linus. Brauchst du irgendwas? Nee, dann geh ans Seitenmaschinengewehr. Könnte ein bisschen heile Gänse machen. Kannst auch so machen, ne? Nee. Doch, er heilt sie automatisch in der Nähe. Oder sie werden automatisch geheilt. Das ist gut. Sehr schön. Kann ich auch irgendwie nachladen drücken? Nee, ne? Das machen sie immer nur automatisch. Okay, dann ab nach Hause. Sehr gut. Haben wir irgendwelche Schäden, Linus? Er ist am Geschütz. Na gut. Wir gehen trotzdem mal gucken. Jetzt haben wir hier natürlich Flak. Aber wir müssen eigentlich... Wir machen Turbo, scheiß drauf. Mager und Turbo, es geht beides, lol. Ab nach Hause. Okay, was haben wir da? Und noch mehr? Oh ja, nochmal drei, scheiße. Die wichtigsten eigentlich an Bord sind tatsächlich, die nicht sterben dürfen. Das ist Linus. Wegen den Reparaturfähigkeiten Marga und so. Und am wichtigsten ist eigentlich der Radio-Operator Clemens. Klebe. Okay, jetzt müssen wir hier dingseln. Vordergeschütze sind tatsächlich nur Spielzeug. Okay, ich hab's gehört. Oh, Zimmermann, viel Spaß. Das haben wir nicht mitbekommen. Scheiße, lauf, los! Oh Gott! Klapp aufmachen! Scheißding, dong, dong! Vielleicht machen wir vorne wieder diese Münder. Die waren eigentlich ganz cool. Das passt eher auf was Helles, das mit dem Feuer. Vielleicht auf Sandfarben oder so. Wie gesagt, es gab noch zwei zusätzliche Skinpacks, die sind aber für mich nicht freigeschaltet, obwohl ich einen Season Pass habe. Deswegen bin ich ein bisschen verwirrt. Und der Presskontakt für Bomber Crew ist, naja. Naja, da bekommt man fast nie eine Antwort. Das ist eine ziemlich überforderte Person. Ah, sehr schön. Niedrig. Nein, nicht Ausstieg. Abbrechen. Boah, das war... Guck, da wollte er direkt schon zum Dingens laufen. Das wär's ja beinahe gewesen. Ich wollte halt Notsturzflug machen, damit wir schneller runterkommen. Habe ich ja mal gemacht, dann sind wir aufgeschlagen. Oh Mann, das war übel. Also nächstes Mal auch mit Notlandung und Fahrwerk drin lassen. Oder wir landen mit Fahrwerk drin. Ich meine, das ist ja keine schlechte Idee. Vielleicht, ne? Und ich darf auch nicht vergessen, beim nächsten Mal Voltrox und Similicious hier hinzustellen, wenn wir Notlanden, alle hier hinstellen. Weil das ist der sicherste Bereich hier. Tatsächlich, die Mittel-Dingensbummels. Das ist der stärkste Teil. Auf Kosten von Speed Dragons Leben haben wir dies herausgefunden. Missionsergebnis. So, als nächstes kommt die Hauptmission wahrscheinlich. Müssen wir dann sowieso die Crew austauschen. So, 6200. Das Einzige, was ich jetzt upgraden sollte, ist, Flak ausweichen. Oh, das kenne ich doch gar nicht, glaube ich. Heile kleine Verletzung, das ist wichtig, gerade bei mir. Notsturzflug plus Sternennavigation, da können wir auch von ganz oben das sehr gut locken zu. Ich bin stolz. Brandmunition, 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 defensiv. Sehr gut, Tuddle. Hast auch ein bisschen was geskillt. Okay, wir haben bekommen, bla bla bla, Lackierungen. Und Dingensbummens. Unsere Crew-Leute sind ja immer noch recht gut ausgerüstet. Wir gehen jetzt zum Flugzeug.
So, jetzt mache ich hier erstmal bei der Lackierung Nasen, Motor, Motor, Motorgrafik. Können wir irgendwas Neues nehmen, ne? Flammen. Flying Tigers. Die Flying Tigers sind eigentlich ziemlich cool. Dann nehmen wir die Flying Tigers. Sowas fand ich schon immer cool, deswegen. Geschütze. So, eigentlich brauchen wir unten ein dickes Geschütz. Und dann hinten. 50 Kaliber bräuchten wir eigentlich. Hinten ist eigentlich gut. Aber unten ist, glaube ich, tatsächlich wichtiger. Ich weiß gerade gar nicht. Oder wir nehmen hinten. So, wir brauchen wenigstens 51 Kaliber. So, dann gehen wir mal zu Rumpf. Haben gepanzert. Gepanzert, 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 gepanzert. Das sieht gut aus. Dann brauchen wir Hydraulik MK2. Kostet 2000. Das ist auf jeden Fall wichtig. Die Hydraulik darf nicht ausfallen. Alles andere ist erstmal egal. Treibstofftanks haben wir nur eins. Jetzt haben wir zu wenig Geld. Kann ich nichts machen. Ja. Ist halt so. Crew-Ausrüstung. Ich wollte noch eine Mission fliegen, obwohl die was länger dauert, aber der Beste. Der sieht ja gut ausgerüstet aus. Aldemar Junior, der Beste. Flieger Overall. Lockenzugi. Zimmermann, hast du noch irgendwas Neues, was du... Einfacher Kaki. Alle ein bisschen langsamer und das, wir müssen bei dir bei 100% bleiben. Das ist ja schon die coolste... Ja, du hast die erste, ne? Blaues Brett, mach nochmal 10 mit Brille. So, dann bist du nochmal schnell. Sieht aus wie von YMCA oder so, weißt du? Ein bisschen wie... Oh Mann, ey. Ja, das war's. Briefing. Mögen wir lebendig zurückkommen. Weil wir müssen das ausnutzen. Feindliche Panzerung und Schaden reduziert. Operation Signu Konvoi. Oh Gott, das wird übel. Wenn wir diesen Konvoi aufhalten können, geht es dem belagerten Feind in Tunis bald der Treibstoff aus. Und er muss Tunesien an die Alliierten abgeben. Genau, und dann bald Sizilien. Bin gespannt, ob wir auch irgendwie, keine Ahnung, den Duce wegbomben sollen. Aber eigentlich wurde der ja gefangen genommen. Von einer Spezialeinheit, Trupp, Einsatz, Sonderkommando. Haben sie ihn, der wurde ja unter Arrest gesetzt. Mussolini, der italienische Diktator. Und dann sind die da, in so einem Berghotel war das, glaube ich. Dann sind die da gelandet mit Fallschirmen, haben den da rausgeholt und mit so einem Fieseler Storch, mit so einem einmotorigen Maschine haben sie ihn rausgeholt. Das war schon ziemlich beeindruckend. Ja. So, okay. Auch wenn sie ihn hätten da lieber lassen sollen. Der fiese Map. Nähere mich jetzt CTIF. Okay, gehen wir direkt auf Mittel. Wir sollen einen Konvoi bombardieren. Eigentlich müssen wir auf niedrig bleiben. So. Stufe 9. Welche Stufe hast du denn? 8. Du brauchst noch ein Level, Klee. Klee W. Berichten zufolge ist das feindliche Flieger Ass Frederik Falke. Ist das unser alter Feind? Nee, das war doch jemand anders, oder? War das nicht ein Florian oder war das Frederik? Ich hab's wieder vergessen. Wir haben Brandmunition. Bomben sind parat. Da müssen wir jetzt erstmal wieder alle auf Position gehen. Wir machen hier mal mager, obwohl wir ja gar nicht so weit müssen. Was für Bomben haben wir denn? Das wissen wir jetzt gerade nicht, aber ist ja egal. So, Voltrox, wie gefällt dir denn eine neue Wundermaschine, hm? Okay, da kommen die ersten Arschgeigen schon. Die können wir ja selbst anmarkieren. Oh, oh. Die sehen schnell aus. So, Zimmermann. Dann schießt du auch mal ein bisschen mit. Auch wenn das für dich eher nur so ein wildes Rumgeballer ist. Das sind... zwei große Maschinen, mindestens. Bevor die hier mehr Schaden machen, ballern wir alles in Fokus raus. Und... komm nochmal drei. Ich muss mich gleich sowas von konzentrieren. Da gucken. Hä, war da gerade ein Dingens? So ein Fotografierungsding? Aber oh, ich wollte nicht automatisch Visieren anmachen, ich trottel. Na gut. Hallo, was ist los? Ach, musst du nachladen. Okay. Okay. Ist ja nicht so weit gewesen, oder?
Ah, da. Tadel, ab an den Bomberschacht. Zimmermann, so lange hoch. Ich weiß nicht, wie viel Benzin wir haben, das ist das Problem. Ist das ein U-Boot, ne? Ist immer ein U-Boot. Bestimmt jetzt weg. Ne, da ist es. Jetzt nicht auf meinen Tank schießen. Dankeschön. Bombenschacht ist zu. Hoffentlich haben wir jetzt noch genug Bomben. Ich habe jetzt noch 3 Bombenladungen, glaube ich. Daran habe ich gar nicht gedacht. Das darf ich nicht daneben werfen. Wo ist er? Treibstoff ist nicht mehr so wenig, wie es mal war. Also es war mal bei weitem krasser mit dem Treibstoff. Haben wir schon irgendwelche schwere Schäden? Nee, ne? Wir haben ein paar Löcher hier oben reingekriegt, hier. Oh. Auf unseren Funker wollten sie ballern. 1, 2, 3. 3 Bombenladungen. So. Oh, ist doch schon weiter. Ich dachte, das wäre näher. Funkaufklärung. Machen wir mal. Dann, 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 dann. Nach dieser Mission sind wir eine noch stärkere Mannschaft. Die Musik. Wir werden das schaffen, Männer. Tapfer seid ihr. Tapfer. Da sind die Ziele. So, Linus. Du hast jetzt einen neuen Job. Du gehst jetzt ballern. Halt, bessere Idee. Skill Loop? Nein. Exekutor geht hoch. Skill Loop geht ans Seitenmaschinengewehr. Ne, Skill Loop bleibt da. So. Okay. Erstes Schiff, oh je. Es fährt aber, das wird jetzt nicht so leicht. Was machen wir den da erst? Oh, das wird aber schwer, scheiße. Oh, da war ich mit Windows. Okay, versuchen wir den da mal. Oh, das ist aber eine scheiß Mission. Das funktioniert doch nie. Nee, kannst du vergessen. Das war's. Mission fehlgeschlagen. Oh, die müssen wir ganz besonders anfliegen. Von... Das ist krass. Da kann man nichts machen. Da müssen wir die von vorne anfliegen oder so. Ich glaube, wir ziehen uns jetzt lieber zurück. Ich kann versuchen, nochmal einen wegzubomben für die Skills. Ein bisschen üben. So, und dann gucken, ob das reicht. Das hätte gereicht. Toller Schuss. Wir sind aber 1 von 3. Das ist halt das Problem. Das ist noch ein Bild. Wir können noch ein Foto schießen. Das wäre natürlich wenigstens ein Trostpreis. Also müssen sie von vorne anfliegen am besten. Guck, das würde nämlich auch nicht reichen. Nee. Seht ihr? Hart. Machen wir noch ein Bild und dann hauen wir ab. Machen wir ein Bild und hauen ab. Nee, du musst da bleiben. Jo, haben wir nicht geschafft. Hast du gut gesehen.
Dann ab nach Hause. Tja. Okay, beim nächsten Mal müssen wir die Navigation benutzen und die von vorne anfliegen. Oder von hinten. Von hinten ist wahrscheinlich die bessere Idee. Egal, haben wir ein paar, ein paar Punkte gefarmt. Oh, da unten. Dann haben wir jetzt vielleicht Luftunterstützung. Ich darf vorher keine Bomben abwerfen, haben wir wenigstens einen Abwurf frei. Gut, dann müssen wir jetzt erstmal lebend zurückkommen. Das kann immer noch schwer werden. Benzin ist gut, machen wir mal ein Turbo. Ein bisschen Zeit gut machen, raus aus der Flak. Wo wir ja nicht wirklich drin sind. Treibstoff für 10 Minuten. Wir brauchen zu schnell Treibstoff. Ja, das ist auch, hast du auch gesehen, ne? Wir wieder auf Mager. Frederik Falke. Oh, wenn wir den kriegen, das wär's. Machst du da mit? Zimmermann, ans Geschütz. Fokus, Fokus, Brandmunition, Fokus, 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 Brandmunition, Brandmunition. Ja, das ist der erste. Frederik Falke, doch, doch. Hatte mich da ein bisschen vertan. Wer hat sich hier zu viel zugemutet, hä? Du Lappen. Vielleicht kracht er jetzt nochmal an. Ah, komm schon, komm schon, komm schon. Saubere Arbeit, Amerikaner. Saubere Arbeit. Was war das denn? Oh, oh. Oh, oh, jetzt kommt die Rache. Das sind die Raketenflieger, ne? Die Secret Weapons. Wenigstens wird uns Frederik Falke hier nicht mehr nerven. Wir sind zu spät. Wir beenden sie den Einzug und kehren sie zurück. Ja, no shit. Wir gehen mal nach unten. Oh shit. Notsturzflug. Notsturzflug plus. Oh Gott. Den mache ich nie wieder. Oh. Lockenzug, geh mal wieder an dein Dingens. Ach, wir haben noch genug Benzin. Alles gut. Er hat es doch gelohnt. Wir haben Frederik Falke abgeknallt. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt alle noch ein paar Level drauf. Noch keine neuen Informationen erhalten. Das hat sich doch gelohnt. Sehr gut. Ich bin stolz auf euch Männer. Könnt ihr gar nicht glauben, wie stolz. Stolzer als stolz. Stolzdemar. Stolz zu Diablo. Bloß nicht crashen, danke. Sehr gut. Guck mal, wir haben auch nicht so viele Treffer kassiert. Bomber Crew. Cool. Missionsergebnis. Ja, ist gescheitert, aber Frederik Falke ist tot. 3000. Keep calm. Kann nicht sein. Wir haben ihn Walter 1 genannt. Dingens. Ach so, ich muss das ja noch anders umbenennen. Keep calm. Jetzt haben wir 5600. Habt ihr das gehört? Ich glaube, es war ein Kamel. Sehr gut. Ah, nein, immer noch nicht. Schade. Gut, vielleicht erst nach Abschluss der Mission, ja? So, jetzt muss ich aber mal leichter rumpf. Systemelektrische MK3. Wir haben viel freigeschaltet, wir haben gar keine Kohle. Flugzeug, bevor ich jetzt hier aufhöre und Outro mache. Walter 2.
So Leute, bis zur nächsten Folge. Dann gucken wir mal, was wir machen. Und dann kaufen wir auch ein bisschen was. Haut rein.